Wenn du ständig schlechte oder zumindest für dich unzufriedenstellende Noten schreibst, aber dir einfach nicht erklären kannst, warum, dann kommen jetzt fünf verblüffende psychologische Gründe, warum das so sein könnte, und du wirst wahrscheinlich schockiert sein, dass du dich bei mindestens einem davon selbst wiedererkennst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Es gibt fast nichts Ärgerlicheres, als die ganze Zeit Noten zu schreiben, mit denen man eigentlich nicht zufrieden ist. Man eigentlich denkt, hey, ich will doch wirklich besser werden, aber irgendwie funktioniert es nicht. Da kann ich dir sagen, es gibt dafür ganz einfache Erklärungen, die total verblüffend im ersten Moment wirken, aber auch, wenn man es mal verstanden hat, total logisch sind. Man muss sie nur erstmal kennen. Das Problem ist nämlich, dass 95% all unserer Verhaltensweisen von uns Menschen unterbewusst passieren, und deswegen weißt du gar nicht, warum es passiert, aber du tust es trotzdem. Und da möchte ich einfach fünf Dinge davon, was ich so am meisten in euren Instagram-Nachrichten, bei den Coaching-Teilnehmern vom Traumabitur-Coaching, in den YouTube-Kommentaren, all das, was ich da einfach am meisten sehe, und auch durch mein Psychologiestudium so jetzt selbst auch verstehe, euch erklären, damit du denkst, oh shit, so war das die ganze Zeit, jetzt kann ich das ändern. Erstens, gute Noten haben Nachteile. Ja, das ist so eine Sache, über die denkt man nie nach. Man denkt sich, ja, warum soll ich keine guten Noten haben wollen? Gute Noten sind doch geil. Natürlich sind gute Noten geil, aber viele assoziieren mit guten Noten auch einfach ja, Nachteile. Zum Beispiel, dass auf einmal die eigenen Erwartungen höher sind, dass deine Eltern davon ausgehen, dass du auf einmal weiterhin so gute Noten schreibst, oder auch, dass andere dich als Streber bezeichnen, du ausgegrenzt bist oder auch ausgelacht wirst. Und das ist natürlich in den allermeisten Fällen nicht der Fall. Teilweise ist es auch der Fall. Das Wichtigste ist einfach nur, dass du erkennst, ist es der Fall oder nicht. Wenn es nicht der Fall ist, realisiere, dass es Bullshit ist und einfach deine Noten, guten Noten schreiben kannst, ohne irgendwelche Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Und wenn es aber wirklich der Fall ist, dann schau bei dir selbst, warum setze ich mich denn mehr unter Druck, nur weil ich gute Noten schreibe? Da könnte ich doch stolz drauf sein, weil ich viel befreiter aufspielen. Deine Eltern konkret sagen, ey Mom, ich will mich jetzt echt anstrengen, ich habe Angst, gute Noten zu schreiben, weil ich dann denke, ich würde das konstant weiter von mir selbst erwarten. Und drittens natürlich, wenn du einfach merkst, so, okay, shit, ich habe Angst, dass die anderen Leute mich dann als irgendwie schlecht oder als Streber sehen. Zeig einfach deine Noten nicht. Ja? Das sage ich ganz vielen Leuten im Traumabitur-Coaching, die schon sehr gut Noten schreiben, Probleme damit haben, was andere von ihnen denken oder wie die sehen. Ich sage ganz einfach, Hand auf die Note drauf, wegpacken. Ich habe diese Leute früher, ich habe das selbst nie verstanden, warum Leute das machen, aber meiner Meinung nach ist das gerade, wenn du davor Angst hast, ein mega gutes Tool, wie du quasi diese Angst vor guten Noten auch wegbekommst. Zweitens, deine Identität hält dich zurück. Wenn du bisher wirklich ein schlechterer Schüler warst, und das musst du für deine Begriffe ein schlechterer Schüler, wie genau ein schlechter Schüler definiert ist, kann man ja nicht genau sagen, aber wenn du für dich bisher ein schlechter Schüler warst, und dann kann es gut sein, dass du deine Identität, also deine Eigenschaften, dass du dann auch emotional an deren Vorzüge anhaftest. Zum Beispiel, wenn du von dir immer sagst, oh, ich bin so eine faule Person, ich bin so eine faule Person, dann wird es schwierig, gute Noten zu schreiben. Und du sagst dir vielleicht vom Kopf her, ja, ich will das verändern, aber deine Emotionen hängen in dieser Faulheit noch voll drin, weil es eigentlich einfach liebst, so komfortabel im Bett zu liegen oder vielleicht auch sogar Aufmerksamkeit von anderen zu bekommen. Ja, bei uns in der, das hatte ich auch so eine Phase mit so ein paar Kumpels, ja, da hat man sich quasi mehr darum gebettelt, wer der Allerfaulste ist, ja, und das nur angehen, ja, ich hab meine Vokabeln erst gestern Abend angefangen zu lernen. Oh, ich habe die erst heute Morgen beim Frühstück gelernt. Oh, ich habe den Bus gelernt. Oh, Leute, ha, ich habe es noch gar nicht gelernt. So, einer auf den, und du identifizierst dich so krass mit diesen positiven Emotionen, die vielleicht auch mit einer negativen, in Anführungsstrichen, für deine Leistungen, negativen Eigenschaft kommen. Und da musst du unbedingt aufpassen. Das heißt, analysierst bei dir, was habe ich da für Sachen in mir, wo ich emotional anhafte, und versuchst das Ganze einfach aufzulösen. Drittens, kein echter Verbesserungsgrund. Ja, vielleicht hörst du von vielen, die einfach sagen, sie wollen ihre Noten verbessern. Deine Eltern sagen, ja, du sollst mal bessere Noten schreiben. Deine Lehrer sagen die ganze Zeit, wie wichtig gute Noten im Abitur sind oder in der Oberstufe oder was weiß ich. Aber du für dich, wenn du da sitzt, denkst du dir, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich gute Noten schreiben sollte. Du redest dir zwar auch ein, dass du gute Noten schreiben willst, was alle anderen sagen, aber wirklich für dich hast du eigentlich keinen Grund, außer vielleicht den Erwartungen der anderen gerecht zu werden. Aber du hast für dich selbst keinen richtigen Grund. Du hast vielleicht einfach kein Studium, wo du einen krassen NC brauchst. Du hast vielleicht nicht grundsätzlich die Ambition im Leben, immer das Maximum aus allem rauszuholen. Oder dir ist auch nicht so wichtig, die Freiheit nach dem Abitur zu haben, alles studieren zu können, was du möchtest. Oder auch wenn du es jetzt noch nicht weißt, weil du zum Beispiel weißt, ich mache eh die Ausbildung. Oder du weißt, baue eh ein eigenes Business auf und ich brauche eh keine NC. Egal was ist, es kann sein, dass es einfach vollkommen legitim ist, dass du dir sagst, brauche ich nicht. Ja, und das ist auch vollkommen okay. Aber dann quäl dich nicht selbst damit, die ganze Zeit zu sagen, oh, ich muss aber bessere Noten schreiben, weil das sagen irgendwie alle. Sondern mach das ehrlich für dich, und da kann auch einfach das Ergebnis sein, da musst du halt vielleicht auch einfach keine besseren Noten schreiben. Würde ich auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Viertens, soziale Zugehörigkeit. Das ist ein Phänomen, was wir auch bei einer Coaching-Teilnehmerin festgestellt haben. Bei ihr war es einfach so, sie hat festgestellt, so, sie ist, glaube ich, so auf Level 2,1, ja,
2,1 Durchschnitt ungefähr. Und ihre ganzen Freundinnen halt eben auch. Und das Ding ist jetzt, wenn sie auf 1,7, 1,4 vordringen würde, was sie eigentlich möchte, dann hätte sie das Gefühl, es gäbe ein Ungleichgewicht in ihrer Mädelsgruppe sozusagen. Und dann wäre sie auf einmal die Gute und sie würde irgendwie nicht mehr dazu passen. Die anderen würden sie nicht mehr so mögen. Das ist ja wahrscheinlich überhaupt nicht der Fall, weil deine Freunde werden dich wahrscheinlich mögen, egal ob du gute, schlechte oder mittlere Noten schreibst. Aber man selbst hat immer diese Gedanken davon. Das heißt, überleg dir auch das, habe ich einfach nur Angst, ungleich zu meinen Freunden zu werden? Oder vielleicht auch ungleich zu dem, was mein Bruder, meine Schwester, meine Familie bisher geleistet hat. Und wenn du das hast, sprech mit diesen Personen. Sag ihnen, dass das jetzt echt weird klingt, aber dass du diese Angst wirklich hast. Und dann werden sie dir in der Regel eben auch beteuern, dass es eben nicht so ist. Und das gibt dir wieder mehr Sicherheit und öffnet für dich selbst psychologisch dieses Tor, dann auch wirklich gute Noten zu schreiben. Fünftens, ein negatives Selbstbild. Dass du wirklich denkst, oh, ich habe keine guten Noten verdient, weil ja, ich habe schon gut gelernt, aber die anderen haben viel mehr gelernt, die haben das viel mehr verdient. Ich darf gar nicht was Besseres als 12 Punkte schreiben. Denken sich super viele, man kann es sich gar nicht vorstellen. Oder auch, dass du es gar nicht annehmen kannst. Ja? Also wenn du zum Beispiel 13, 14 Punkte schreibst, denkst du dir, wie kann das sein? So, du kannst diesen Erfolg gar nicht annehmen, weil du von dir selbst zum Beispiel einfach so eine Identität als Versager hast oder als jemand, der es nicht wert ist und so weiter. Und man kann sich nicht vorstellen, wie krass solche Glaubenssätze, was es ja im Prinzip einfach nur sind, zurückhalten. Das ist unfassbar, deswegen achte unbedingt darauf, auf dich selbst. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, was sehr schwierig ist, selbst zu lösen. Wenn du dann merkst, okay, da ist irgendwas in dir, was irgendwie auffällt, selbst wenn du dir nicht bewusst bist, ist wahrscheinlich trotzdem so, dann komm sehr gerne in unser Traum-Abitur-Coaching-Programm. Da können wir nämlich individuell genau an solchen Sachen arbeiten, die einfach diese ganze Sache auflösen werden. Und dann bist du einfach frei, wieder durchzustarten. Dafür musst du einfach nur unter diesem Video auf den allerersten Link klicken, Uhrzeit eingeben, dann wird sich jemand aus meinem Team bei dir melden und schauen, ob und wie wir dir helfen können. Deswegen trag dich unten ein und in diesem Sinne denk dran, ich glaube an dich, wir beide hören uns im nächsten Video, dein Leo. Praying that I get to breathe.